Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei dem ersten OEM-Game und zwar Sparky. Und es war ganz lustig, als ich dieses Game mal gesehen habe. Ich wusste, ich kannte das vom Automaten. Beim Automaten heißt es Guzzler und ist tatsächlich auch, wie der Name schon sagt, von Konami. Und ihr seht, das ist hier Sparky von Konami 1983. Ist aber kein Konami-Modul, sondern ein Sony-Modul. Es gibt tatsächlich drei Games, die Sony für Konami auf dem MSX rausgebracht hat. Er weiß nicht warum. Vielleicht, weil es Arcade-Ports waren, keine Ahnung. Weil sind es, glaube ich, alle. Wer das weiß, kann das mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es nämlich nicht. Aber wir gucken uns jetzt mal Sparky an. Und Sparky ist ganz witzig. So, ihr seid diese nette Bombe. Ihr müsst dafür sorgen, dass man nicht eure Lunte anzündet. Versteht schon? Ne? Ihr wisst ja, wenn die Lunte brennt, das kann wehtun. So, kann ich euch gleich mal was zeigen. Das ist Wasser. Damit kann man dann wieder was löschen. Die Flammen sollte man ausschießen, weil ihr seht schon, die erschaffen dann immer so kleine Flämmchen. Na komm. Ja! Haha! Ah. Weg. Boah. Gott. Ich glaube, man gewinnt, wenn man alle erledigt hat oder eben auch alle Felder abgedeckt hat. Ich glaube, das war so, ne? Genau. So, eins haben wir jetzt gerade schon davon gesehen. Ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig viele verschiedene Level gibt. Aber sonst, das ist ganz putzig. Also das habe ich tatsächlich auch im Schrank. Das nächste, was ich euch dann zeige von den EBM-Versionen, das ist das, was mir tatsächlich noch fehlt. Und das ist ja ganz lustig. Wenn mir nur eins fehlt, dann gehe ich mal davon aus, werde ich bei Retrobörsen sicherlich einen Blick danach Ausschau halten. Weil so oft siehst du ja an MSX-Games dann auch nicht. Und die Leute, die das sehen, die wissen sowieso nicht, was das ist. So. Weg mit dir. Ja, fight. Ich glaube, es gibt auch nur vier Screens, glaube ich. Ja, ich kann es auf jeden Fall immer noch. So, der muss weg. Der war, glaube ich, auch irgendwas. Ich glaube, der hilft zwar, aber ich glaube, die Berührung ist auch tödlich. Da war auf jeden Fall irgendwas mal. Also Guzzler ist natürlich, die Arcade-Version ist natürlich um einiges hübscher als das hier. Ich meine, ich gewinne jetzt nicht unbedingt einen Designpreis, aber es ist spielbar. Also es geht vollkommen in Ordnung. Es ist ein solider Arcade-Port. Ich weiß gar nicht, ob es von Guzzler sonst noch irgendwelche Arcade-Ports gibt. Ah. Jetzt geht's aber zur Sache. Nein! Ah. Mist. Nicht hier die Bombe aus Vertrauens anstecken. Pyromanen sind nicht cool. Also so geht auch. Genau, dann kann man sogar das abschließen, wenn man alle Felder abdeckt. Wusste doch, das ist da auch so ein bisschen. Pac-Man-like. Was ich mache, das fällt mir bestimmt auch schon auf, außer dass ich gerade kaputt gehe. Ich mache auch den Spaß, dass ich dann natürlich auch erst lösche und gleichzeitig ein paar Funken mitnehme. Na komm, zack. Die sind nämlich sofort weg. Bah. Das ist doof. So. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn ich jetzt mal auf... Okay, jetzt gibt's, kann ich eh nicht mehr löschen. Jetzt muss ich auf Angriff gehen. Ja, habe ich noch ein Leben? Gut, wenn ich bei YouTube Videos mache, nicht. So. So, Playthrough. mehr Stages gibt's nicht. Aber wenn ihr die Chance habt, das zu zocken, geht vollkommen in Ordnung. Es funktioniert, es macht das, was es soll. Es ist jetzt auch nicht technisch brillant. Das muss man sagen. Ich habe ja einmal mit dem großartigen MS Standard, haben wir ja mal
Mauser gemacht. Es gibt also tatsächlich auch nicht ganz so schlechte Sony-Games auf dem MSX. Also so ist das nicht. Die hatten da auch ein bisschen was fabriziert. Ich weiß nicht, ob das immer Arcade-Ports waren oder auch Eigenentwicklungen. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber könnte sicherlich reingucken. Casio hat auch noch ein bisschen was gemacht, Namco sowieso. Activision macht mal nichts falsch. So. Das war doof. Na egal, haben wir Game Over. Ja, Sparky, erstes OEM-Game und ja, kommen wir zum nächsten. Ich werde euch auch noch mal die Bezeichnung sagen. Ich glaube, das ist HBS-G001C, glaube ich. Und dann kommt gleich 2C und 6C ist dann das dritte, glaube ich. Egal, aber ihr seht es dann in der Beschreibung für die Leute, die das wissen wollen und nicht immer so Fragen stellen. Mitten in der Serie, was ist das, was ist dies? Serie gucken, ja? Ist nicht ganz so schwer. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.